Uwe Hochgeschurz, wir sitzen beim Focus Inner Circle, auch wenn es nicht so aussieht. Wir sind in einem Renault Zoe. Elektromobilität ist so ein bisschen das neue Lieblingsthema der deutschen Autobranche. Sie sagen, für uns ist das nichts Neues. Stehlen jetzt VW-Chef Diess und so weiter, stehlen die Ihnen jetzt so ein bisschen die Show? Nein, überhaupt nicht. Dass Elektromobilität heute sehr nachgefragt ist, liegt natürlich an verschiedenen Entwicklungen. Ohne die Elektromobilität werden wir die sehr, sehr anspruchsvollen CO2-Ziele nicht erreichen. Und da rede ich jetzt nicht nur über Renault, da rede ich über alle Hersteller. Und deswegen werden jetzt alle Hersteller natürlich kräftig in Elektromobilität investieren. Wir haben das bereits vor 5 Jahren gemacht. Wir sind vor 5 Jahren mit dem Renault Zoe in Deutschland schon aufgetreten. Wir haben seitdem das Auto sehr gut verkauft. Wir waren auch wieder in 2018 mit dem Zoe an der Nummer 1. Also wir sind das bestverkaufte Elektrofahrzeug, reines Elektrofahrzeug in Deutschland. Da sind wir sehr stolz drauf und da werden wir weitermachen. Aber wir werden auch neue Modelle bringen. Bis 2022 werden wir insgesamt 8 rein elektrisch betriebene Fahrzeuge im deutschen Markt haben. Und ich glaube, auch damit werden wir wieder an der Spitze liegen. Ich denke, Elektromobilität ist ja vor allem auch eine kommunikative Herausforderung. Man muss da gedanklich so ein bisschen umdenken. Was sagen Sie denn Hermann Schmidt, der immer hört, mit dem Elektroauto bleibe ich liegen und es ist auch so wahnsinnig teuer. Wie kommunizieren Sie E-Autos? Ja, das ist absolut richtig. Man muss heutzutage Elektromobilität anders rüberkriegen. Es ist in vielen Bereichen eben etwas anders. Ich fange mal mit den positiven Bereichen an. Es hat ja auch sehr viele positive Aspekte. Als erstes mal, wir sitzen ja gerade in einem Renault Zoe. Das Fahrzeug ist sehr angenehm, es ist extrem leise. Wir fahren zwar jetzt nicht, aber selbst wenn wir fahren würden, könnten wir immer noch sehr ruhig reden. Also keine Motorengeräusche bei einem Auto. Klar, nachher ein paar Abrollgeräusche. Automatik, heißt also, Sie brauchen auch keine Gänge zu schalten. Also das Fahrzeug ist auch viel sicherer. Das sind erstmal die angenehmen Dinge. Darüber hinaus sind sie natürlich total emissionsfrei. Heißt, sie haben keine Abgase. So, dann gibt es 3 Dinge, die muss der Elektrokunde beachten. Es ist natürlich als erstes ganz wichtig mal, dass er eine bestimmte Reichweite hat. Und wenn die aufgebraucht ist, muss er halt Strom tanken und kein Benzin oder fossile Brennstoffe. Und da fängt es so ein bisschen an, ne? mit den Problemen auch noch, weil Stromtankstellen gibt es noch nicht ganz so viele. Naja, es gibt in Deutschland jetzt, glaube ich, fast 18.000 Ladestationen. Ich denke mir mal, es ist schwieriger, die zu finden, als zu sagen, dass es die nicht gibt. Also das ist schon das zweite Thema. Das erste, also Reichweite ist begrenzt. Auch wenn wir bei einem durchschnittlichen, sagen wir mal, der Renault Zoe zum Beispiel, der schafft im reellen Betrieb 300 Kilometer. Das ist schon eine Reichweite, die ist okay, wenn man es innerstädtisch oder so um die Städte herum benutzt. Der zweite Punkt, das haben Sie gerade schon erwähnt, das ist natürlich vollkommen richtig. Ladestation muss man erstmal finden. Und dann dauert es natürlich auch eine gewisse Zeit, die Fahrzeuge aufzuladen. Beim Zoe geht das zum Beispiel innerhalb von 1 Stunde fast komplett aufladen. Bei anderen Fahrzeugen geht das auch. Und der dritte Punkt, Sie sind natürlich hier auch in einer anderen Preisklasse. So ein Fahrzeug kostet dann 21.900 Euro. Klar, es gibt den Elektrobonus für alle Elektroautos. Bei uns gibt es 5.000. Das heißt, sind Sie bei 16.900. Dem einen oder anderen ist das vielleicht noch ein bisschen zu viel, obwohl wir glauben, damit sind wir schon sehr nah an einem konventionellen Fahrzeug dran. Jetzt muss Herr Altmaier, mit dem Sie auch hier diskutieren, nur noch dafür sorgen, dass auch viele Batteriefabriken gebaut werden. Das fehlt Ihnen wahrscheinlich noch, oder? Nein, also wir sind ja versorgt. Wir haben ja Zulieferer, die uns die Batterien liefern. Es ist richtig, die meisten davon sind im asiatischen Raum. Und deswegen gibt es natürlich politische Bemühungen, dass man auch hier in Europa oder Deutschland die ein oder andere Batteriefabrik baut. Ich denke mir mal, man kann das durchaus industriepolitisch angehen. Aber ich sage auch ganz klipp und klar, man muss in Deutschland nicht alles bauen. Man kann sich auch auf das spezialisieren, was man besonders gut kann. Und bestimmte Leistungen, wenn sie günstiger sind, bei gleicher Qualität, woanders kaufen. Also unsere Zahlungsbilanz ist ja sehr überschüssig. Also wir könnten ruhig auch mal ein bisschen mehr importieren, wenn es günstiger ist. Das käme dem Verbraucher auf jeden Fall auch zugute.